Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Donnerstag gab es einen Informationsaustausch zum Thema Sicherheit zwischen Ludwigshafener und Mannheimer Kommunalpolitiker der CDU. Vor allem die Sicherheit in innerstädtischen Bereichen sowie in öffentlichen Räumen stand im Fokus. Der Ludwigshafener CDU-Oberbürgermeisterkandidat Dr. Peter Übel und CDU-Bundestagskandidat Torbjörn Kartes sowie CDU-Chef Ernst Merkel trafen sich am Polizeicontainer am Paradeplatz in Mannheim mit dem ersten Bürgermeister der Stadt Mannheim, Christian Specht, zuständig für Sicherheit und Ordnung, und Nicolas Löbel, Mannheimer Bundestagskandidat, ebenfalls für die CDU. Für die Expertise sorgte Polizeioberrat Jörg Lewitzki, Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Wir haben in Mannheim wie in Ludwigshafen die gleichen Probleme. Wir haben zu kämpfen mit einer zunehmenden objektiven Unsicherheit in der Stadt. Wir haben damit zu tun, dass wir vermehrt obdachlose Trinker-Szenen mitten in der Innenstadt haben, aber dass natürlich auch die Kriminalität spürbar angestiegen ist, vom Handtaschenraub über Ladendiebstahl und weiteres mehr. Die Leute fühlen sich unsicher, und oftmals kann man das auch belegen, dass die Kriminalität auch angestiegen ist. Der Informationsaustausch dauerte circa 1,5 Stunden und war sehr intensiv. Angesprochen wurden alle aktuell relevanten Themen, wie beispielsweise Belästigung, Raub, Körperverletzung, Ansammlungen von Trinker- und Drogenszenen, Polizeipräsenz, Videoüberwachung bis hin zum Personaleinsatz der Polizei und der Ordnungsbehörde. Aber auch die Kriminalität von Migranten wurde nicht ausgespart. Das wäre in der Tat die Frage, wenn Sie nochmal am Anfang der Entscheidung stünden und sagen, wir machen den Container, wie würden Sie diese Entscheidung heute treffen? Würden Sie wirklich einen Benefit sehen, was die gefühlte Sicherheit angeht, was den Nutzen insgesamt so summa summarum dieses Containers, dieser Präsenz hier angeht? Also es ist nach 3 Monaten sicherlich noch etwas früh, schon tatsächlich ein Fazit zu ziehen. Präsenz bringt immer was. Ja, Sie haben es vorhin auch angedeutet, die Oma fragt oder sagt von sich aus, wenn da schon ein Schutzmann steht oder in der Nähe ist, fühle ich mich schlicht und ergreifend sicher. Ergebnisse von oder Wirkungen von Präsenz zu messen, ist natürlich unglaublich schwierig. Von dem her können wir nur einen subjektiven Eindruck dann tatsächlich mitnehmen. Herr Specht, ich denke, ich spreche auch im Namen von Ihnen. Von dem her muss ich sagen, der Container hat sich bisher aus unserer Sicht absolut bewährt. Die Mannheimer Polizei spricht also von absolut bewährt. Was nehmen nun die Ludwigshafener Kommunalpolitiker aus diesem Informationsaustausch konkret mit? Also wir wollten uns jetzt mal hier vor Ort informieren. Es gibt die Vorschläge und Ideen zu einer Präsenz, auch bei einer ständigen Präsenz von Polizei und Ordnungsamt, auch in Ludwigshafen schon länger. Und die Mannheimer Kollegen haben das vorgemacht, und deswegen wollten wir uns heute mal vor Ort informieren, wie die ersten Erfahrungen dazu sind. Ist was umsetzbar bezogen auf Ludwigshafen? Also Mannheim ist gerade mittendrin, erste Resonanz hier ist sehr gut, und wir müssen uns überlegen, ob das auch ein neuer Ansatz für Ludwigshafen und für den Berliner Platz sein kann. Dazu werden wir jetzt diskutieren. Zum Beispiel die Videoüberwachung? Also Videokameraüberwachung ist nochmal ein anderes Thema. Da sind wir absolut dafür, dass wir das am Berliner Platz realisieren sollten. Das geben die rechtlichen Rahmenbedingungen bisher leider nicht her, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass sich dies ändern wird, und dann stehen wir entschieden dafür ein, dass das kommt. Ja, wir haben uns jetzt die Erfahrungen hier aufzeigen lassen, der Mannheimer Kollegen mit Nicolaus Löbel und Bürgermeister Specht und Polizeivertreter, was die ersten Erfahrungen angeht mit dem Container, der hier mobil steht, wie die Wahrnehmung ist, wie die Erfolgsquote dieses Containers ist, auch das Thema Videoüberwachung, was hier ja auch sehr diskutiert wird und wohl kommen wird, auch das war ein Thema, und ich denke, da konnten wir einiges an Erfahrungen mitnehmen. Dann vielleicht eine kurze Antwort, aber was für Erfahrungen, was nehmen Sie jetzt mit auf die Agenda für Ludwigshafen? Das Sicherheitsgefühl wird deutlich verbessert durch die Präsenz innerhalb eines Containers, muss man ganz klar sagen. Ob sich dies in den Straftaten jetzt auswirkt, das ist eigentlich eher sekundär, denn das subjektive Empfinden ist deutlich besser für die Menschen hier. Die Menschen kommen lieber auf den Platz, fühlen sich wohler hier, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man hier für die Bürger eben deutlich bessere Zustände und weniger Angsträume schafft.